Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Teil Transportüber Season 2. Ja, wir hatten ja gestern im Livestream hier schön fleißig gebaut. Und ja, jetzt wollen wir heute mal die Linie hier noch ein bisschen weiterziehen, bevor hier alles zuwächst mit den mit der Stadt. Das wollen wir jetzt erstmal machen. Und später im Verlauf des Tages wird auch noch ein Video kommen, wie man die Base-Configs hier von dem Spiel ändert, wenn ihr dann ein neues Savegame startet, dass man da den Städtewachstum etc. einstellt. Das kommt noch im Laufe des Nachmittags. Ich kann jetzt keine genaue Uhrzeit sagen, weil das Video noch nicht aufgenommen wurde. Und ja, gucken wir mal, wie es hier hinkriegen. Kommt auf jeden Fall heute. So, dann würde ich sagen, wir haben ja hier noch die eine Linie, die ja hier unten noch irgendwo endet. Die hier, das würde ich gerne die Linie machen, die irgendwann mal zu dem Flughafen führt. Ich weiß noch nicht, wo ich den Flughafen hinsetze. Und da wir hier in Stockholm sind, könnte man entweder den Flughafen machen oder den hier mit zwei Landebahnen, aber ich glaube, der ist ein bisschen zu groß. Ich glaube, da würde der ja eigentlich schon reichen, wenn du jetzt hier noch drei Terminals machst. Ach, dann sollte der reichen, weil der Stockholmer Flughafen ist jetzt ja auch nicht so riesig. Jetzt mal nur gucken, wo wir den hinsetzen. Wir brauchen halt auch noch ein bisschen Platz, dass wir den irgendwie... dass wir da irgendwie noch schön was drumherum bauen können. Der sollte aber auch nicht zu weit weg sein von der Stadt. Wir könnten den hier hinsetzen, aber dann sind wir zu dicht dran. Hier könnte man hinsetzen, dann sind wir... Ja, hier wird es eigentlich gehen, ne? Da könnte man mit der anderen Linie jetzt hier die Städte verbinden. Und Endpunkt ist dann der Flughafen. Das würde rein theoretisch gehen. Könnte man den Flughafen vielleicht irgendwie so anlegen? Was meint ihr? Hier ist eigentlich nicht so doll, ne? Vielleicht eher auf der Seite hier? Oh, hier haben wir dann den See. Wenn man das so macht. So ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Obwohl, jetzt habe ich das gebaut. Der Zug sollte dann wirklich, der letzte Bahnhof sollte dann wirklich nur hier der Flughafen sein. Und nicht dann irgendwie noch wieder mit der Stadt zusammenhängen. War hier vielleicht jetzt nicht ganz so gut gesetzt. Sollte den nochmal gerade wegreißen. Jo, kann weg. Kommt eine Flug, das ist mir fast schon zu weit weg, wenn der hier hinten ist. Obwohl, wir wollen ja hier noch groß was bauen. Dann drehen wir nochmal um. Und dann kommt da, würde ich sagen, bauen wir hier hin. Nee, ist klar. Was ist das denn? Wenn wir den ganzen Scheiß wegräumen. Nein, ich möchte den Flughafen nicht abreißen. Ich möchte aber gerne die ganzen Bäume von Vorfeld haben. Ne, okay, das kann ich halt auch im Offscreen machen. Da muss ich euch jetzt nicht mit belästigen. So, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal diese Strecke hier weiter. Jetzt ist es hier schon echt voll geworden. Mal gucken, wo man jetzt überhaupt lang geht. Also das hier ist eine Stadt. Das ist eine Stadt. Wo bauen wir jetzt hier den Bahnhof hin? Mal gucken, was wir so haben. Können ja einmal den hier nehmen. 120 Meter. Der war 68 Meter lang, glaube ich, der Zug. Ich muss zumindest so lang sein, dass wir im Notfall hier einen doppelten fahren lassen können. Ich meine, der war 68 Meter lang. 68. Also bräuchten wir so knapp 140 Meter. Und 140 Meter reicht es, dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft, dass wir mit Zweien fahren können. Also 160 Meter. Dann müsste das auch zweigleisig sein. Durchfahrtsgleise brauchen wir bei dem nicht. Zweiter Straßenanschluss. Ja. So. Könnt ihr den hier mitten reinsetzen, ne? Jetzt mal den da mal rein. Und die Frage, wie kommen wir da jetzt mit unserem
wenn es am Gleis hin, weil hier schon wieder alles zugebaut ist. Ja, es muss leider weg. Zack, zack, da, da. So, dann gehen wir mal kurz ins Pausenmenü. Sonst fängt die Stadt nämlich gleich wieder an, wild rumzubauen. So, dann müssen wir uns dann hier mit dem hier aber auch teilen. Kollision? Mit was hast du denn eine Kollision? Oh, halt so. So. Oberleitung, ja. So, jetzt kommen wir hier, glaube ich, nicht so einfach rüber. Über die ganzen Kreuzungen, ne, kommen wir nicht. Die Kreuzung muss weg. Könnte es vielleicht klappen. Nehmen wir erst den hier, weil... Hier kommen wir jetzt auch nicht so rum. Also vielleicht die Kurve hier doch noch ein bisschen stärker biegen. Dass wir dann noch vor der Kreuzung da rüberkommen. Ja, so geht's. Sollen wir wieder ein bisschen was dran glauben. Ich weiß jetzt schon, dass das wieder Probleme gibt mit der Straße hier, ne? Ja. Seht ihr? Ist doch schon wieder scheiße. Da mal gerade wegreißen hier. Ja, schön gerade machen. Oh, oh Gott, ich mache ja nach unten. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm. So wollten wir eigentlich nicht. So, das haben wir alles wieder angepasst. Können wir die Straße jetzt wieder bauen. Wir müssen schon die gleichen Brückenpfeiler nehmen. So. Hier geht es jetzt zwar leicht nach oben, aber gut. Das ist in Ordnung. Dafür ist die Schiene gerade. Dann ist der Bahnübergang hier beschrankt. So, jetzt müssen wir hier so rum. Da drauf. Kriegen wir das hin? Geht das so einfach? Geht das hier auch so einfach? Sieht alles ziemlich gerade aus, ne? Es soll wieder ein, zwei Häuser abgerissen werden, aber hey. Du, was soll's? Da bauen wir mal so eine Brücke. So, das ist natürlich schön, wenn das jetzt einfach klappt hier. Zack. Perfekt. Da ist jetzt zwar ein ganz leichter Huckel. Hier geht es jetzt leicht bergab. Tja. Das lassen wir jetzt so. Weil ansonsten, wir haben doch hier noch einen anderen, der da so eine Schräge ranmacht, oder? Hat man nicht diesen Bahnübergang, der da so eine Schräge ranmacht? Das war doch eigentlich der hier. Naja, okay. Soll ich mit der Textur gleich mal kurz arbeiten. Das können wir jetzt gerade machen. Ich lasse den Bahnübergang jetzt so, weil das jetzt hier gerade mit den ganzen Häusern so schön ist. Wenn wir da jetzt wieder beigehen. So. So geht's, so sieht es nicht ganz so schlimm aus. Dann sind die ganzen Häuser ja alle wieder weg. Lassen wir erstmal so. So, hier fahren wir den Bogen. Kommen wir dann hier so rum. Jetzt können wir auch wieder Zeit laufen lassen. Das wird hier gleich alles wieder bebaut. Da mache ich mir jetzt keine großen Gedanken. So, das wird nämlich die Flughafenlinie. So, wo kommt der nächste Bahnhof hin? Hier rein wäre endlich richtig geil. Dann könnte der auf jeden Fall ein großes Gebiet abdecken. Kollision. Na, nehmen wir mal einen anderen Bahnhof. Nehmen wir ihn. 160 Meter. Zwei Gleise. Sicherlich brauchen wir nicht. Zwei der Straße brauchen wir ja. So, machen wir den hier hin. Deckt ja schon was Gutes ab. Die Strecke ist natürlich jetzt echt nicht weit. Da können wir eigentlich auch gleich das 120er gleich nehmen, weil so schnell wieder Zug hier eh nicht auf der Strecke. So, hier muss die Kreuzung auf jeden Fall weg. Jetzt könnte es klappen, wenn wir Glück haben. Versuchen wir zu direkt zu verbinden, das geht nicht. Hier kann jetzt dazu rein theoretisch 120 fahren. Weiß aber ganz genau,
dass er das nicht erreichen wird. Auf dem kurzen Stück. Von daher, hier gibt es auch immer ein Problem. Entschuldigung, muss weg. So, der da drauf. Der dahin. Ziehen wir den erstmal so gerade, wa? Oder wollen wir den gleich hier draufsetzen? Ich will aber nicht hier, dass wir hier wieder so eine... Jetzt haben wir hier schon wieder so eine komische Kante. Sollten wir vielleicht doch erst einmal nochmal hier mit dem Tool beigehen. So, das alles ein bisschen ebenerdig machen. Ja. Wie gesagt, das Video wird jetzt gerade wirklich... 12 Uhr kommt es raus. Wir haben jetzt 11.13 Uhr. Ich muss das Thumbnail noch machen. Also ich habe noch ein bisschen was zu tun. Und dann wollte ich das andere Video noch machen. Es wird dann heute das kommen, wie man die Base-Configs ändert. Und dann wird es dann noch ein Video geben in den nächsten Tagen. Wie man die MDL von den Mods ändert. Sprich... die Geschwindigkeit von den Zügen ändert, die Lebensdauer von den Zügen ändert oder auch ganz entscheidend manchmal ist halt einfach die Kapazität ändern. Ich werde also zum Beispiel jetzt bei dem ICE, ich meine, der hat 137 Plätze, der ICE 3, den wir hier im Spiel haben, und ja, das ist einfach viel zu wenig für seine Länge, die der Zug hat, und da habe ich halt auch schon ein bisschen ja, eigentlich kann man es ja schon fast Mod nennen, umgemoddet, und jetzt hat er bei mir 217 Plätze. Das werde ich euch dann halt euch, denke ich mal, morgen zeigen. Heute halt, wie man die Base-Configs ändert von dem Spiel. Das wurde jetzt vermehrt gefragt. Und ja. Nehmen wir hier noch die Kurve ein bisschen weiter. Mache ich euch das Video gleich noch fertig. So. Schön, dass diese Map hier sehr eben ist. Ah, hier gibt es auch keine Probleme. Also die Stockholm ist eigentlich sehr eben hier alles. So, jetzt mal gucken, wo wir hier den Bahnhof hinsetzen. So, da muss ich ja mal kurz einen kleinen Cut setzen. So, wieder da. Ja, dann denke ich mal, hier können wir hier vorne gleich durchgehen. Mal den Bahnhof hier hingesetzt. Jetzt wir natürlich jetzt einmal hier rüber, aber hier müssen wir noch mal kurz mit 60 arbeiten. Dem Stück. Autosave, das ist gut. Speichern ist immer gut. So, und dann gehen wir hier rüber. Aber ihr seht, ihr wird schon nach und nach jetzt hier die Straße wieder hier nach und nach auch umbauen. Oh Gott. Das ist doch schon wieder scheiße. Muss einfach gerade alles weg. Ich weiß, dass die Stadt hier gleich ruckzuck wieder selber bauen wird. Deswegen müssen wir uns gerade ein bisschen beeilen. Und da jetzt drauf gehen direkt. Können wir 96 fahren. So, jetzt die Straße wieder. Was ist das denn? Mal geradeaus hier. Nee, was ist das denn? Wenn wir jetzt mal hier... Ich möchte nicht, dass wir da anfangen. Ich möchte hier einfach nur gerade rüber bauen. Ja, wow. Ich weiß, was wir hier machen. Pause. Alles weg. Weg, 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 weg. Weg, weg. Wir haben ja diese Flying Junction Mod, der ich mich noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Das können wir natürlich jetzt einmal mal machen. Ach so. Ich möchte unten aber eigentlich eine Straße haben. Track Group 1. Lower Tracks. Transition P Upper. Bose. Mirrored. Aber das ging doch bei der einen.
Muss aber nochmal gerade speichern. Und letztes Mal ist mir das Spiel nämlich abgeschmiert, wo ich das gemacht habe. Number of Tracks. Oberleitung, Höchstgeschwindigkeit, Gleistyp ist Höchstgeschwindigkeit. Number of Tracks. Crossing Angel. Radius. Dann haben wir hier nochmal einen Radius. Aha. Bridge. Bridge. Terrain. Form Bridge. Wird ja nein. General Slope. Tunnel. Wo war das denn, meine Freunde? Ich hatte eingebaut, wo unten eine Straße war. Welcher war das? War das bei der Straße? Nee, ne? Nee. Ja gut, egal. Dann bauen wir eine Brücke. Dann werden wir hier eine ganz normale Brücke bauen. Ihr werdet es wahrscheinlich gleich in die Kommentare schreiben. Ja, werde ich mich damit nochmal ein bisschen auseinandersetzen müssen. Mittlere Straße. So, wenn ich jetzt hier hinsetze, hätten wir jetzt ja hier wieder das Problem. Hätten wir jetzt keins. Ne, jetzt hätten wir kein Problem. Jetzt ist egal, jetzt können wir so lassen. Eben hatten wir ja das Problem, dass da die Strecke so hoch geht. So, hier nehmen wir aber eine mit 4 Schranken auf allen Seiten. So, hier kommt der Übergang hin. So, perfekt. Dann geht das hier weiter und jetzt geht es noch bis zum Flughafen. Gehen wir erstmal mit 60 hier wieder. Weil hier werden jetzt leider ein paar Häuser dran glauben müssen, aber wie gesagt, die bauen ja dann auch alle wieder neu. So, und hier können wir jetzt auf 120 gehen. Gehen wir hier erstmal gerade so geradeaus durch. Hier ist in Ordnung. Hier ist in Ordnung. Perfekt. Ja. Muss natürlich gucken, wo man den jetzt hinsetzt, was hier unser Plan ist. Der deckt ja auch einen großen Bereich ab. Entweder... Eigentlich ist es ja cool, wenn der Zug direkt hier dran parken würde, ne? Aber ich wollte dann halt ja auch noch einen Parkplatz und so machen. Könnte jetzt überlegen, ob man... zack. 160, eingleisig. Ob man jetzt direkt hier ansetzt. Wo es nicht geht. Kann man denn da Straßen ranbauen? Wenn wir jetzt keine Straßen ranbauen könnten. Geht nicht. Wir können da keine Straße ranbauen. Okay. Natürlich doof. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Machen wir das doch so rum. Passen wir den hier so ungefähr an. Lassen wir hier noch ein bisschen Luft, dass wir noch einen Prellbock hinkriegen. Dann würde ich sagen, bauen wir den schon fast so hier hin. So. Und jetzt können wir hier den mal auch noch ein bisschen länger machen. Und hier eine schöne gerade Straße hinbauen, die es nicht geht. Weil er da gerade keinen Punkt hat. Ah, natürlich jetzt wieder doof. Ich hätte jetzt ganz gerne gehabt, dass hier eine gerade Straße sitzt. Vielleicht können wir es höchstens hier am Ende jetzt ein bisschen biegen. Das ist in Ordnung. So. Jetzt könnten wir rein theoretisch, müsste das jetzt noch klappen, dass wir jetzt hier noch so einen kleinen Prellbock hinbekommen. Schwupps, geht auch. So, und der ist gar nicht elektrifiziert, sehe ich gerade.
müssen wir hier einmal gerade ansetzen. So, haben wir jetzt hier direkt am Flughafen unseren schönen Bahnhof. Das ist doch gar nicht mal so schlecht und der wird auch locker abgedeckt. Ja, easy going. Genau. Also da können die Leute hier dann dahin watscheln. Können wir hier dann einen Parkplatz bauen und all sowas. Das wird dann alles noch kommen. Jetzt können wir die Strecke gerade noch zu Ende machen. Dann ist nämlich die Folge auch schon wieder zu Ende für heute. Ja, keine kleiner Bauvlog wieder sozusagen. So. Jetzt können wir hier auf 120 wieder gehen. So. Zack. Direkt da drauf. Ja, perfekt. Ja, meine Freunde, heute wird es wahrscheinlich keinen Livestream geben. Dafür dann wahrscheinlich aber morgen. Ich muss mal gucken, wie ich es halt schaffe. Ja, ja, der ist nicht angebunden. Kommt gleich. So. Nehmen wir den mal gerade an, dann meckert er hier auch nicht rum. So, jetzt ist angebunden. Perfekt. So haben wir unsere Linie zum Flughafen auch schon mal fertig. Das ist dann einmal die Minden Central zum Flughafen. Die geht dann hier auch auf das Gleis dann rauf. Hier wird es langsam auch schon immer voller. Schön, die Leute werden, die Linie werden angenommen. Und ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz, ganz recht herzlich wieder fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ihr dann nächstes Mal wieder einschalten würdet. Oder nachher bei der kleinen Erklärung. Und ja, habt einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.